Wann wird denn eine Berufsfeuerwehr mit Sirene alarmiert? Also, das gibt's ja gar nicht. Das kann man ja gar nicht vergleichen mit Real Life und in dem Spiel. Ihr habt's richtig verstanden mit dem Spiel. Und warum mache ich das? Weil es mir natürlich Spaß macht und es ist ein Spiel. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 17 Feuerwehr. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Die Anmoderation muss so eben sein, weil das am häufigsten schon unter meinen Videos diskutiert wurde. Warum machst du das und warum und so und weshalb, wieso, warum? Weil es einfach so ist, weil es ein Spiel ist und ich das so mache, wie ich das möchte, weil ich einfach darauf Lust habe und weil es einfach cool ist. Wir haben einen erneuten Einsatz, der lautet heute Feldbrand. Ganz einfach und trocken rausgehauen. Feldbrand klingt auch ein bisschen komisch, oder Flächenbrand. Kleinflächenbrand kann ich das eigentlich auch nennen. In der Feuerwehrsprache kann man das so sagen. Oder an alle, die sich mit Feuerwehr jetzt nicht so gut auskennen, sagen jetzt einfach Feldbrand. Ich versuche jetzt einfach mal dieses Video mit den ELW, also mit den Einsatzleitwagen, zu fahren. Ich fahre jetzt am besten mal nicht geradeaus durch dieses Tor raus. Ich nehme jetzt einfach das Tor daneben, denn es ist ein bisschen häufiger passiert. Ich bin rausgefahren und bin einfach stecken geblieben. Das möchte ich natürlich verhindern, indem ich jetzt einfach ja durch das andere Tor fahre. Ich stelle am besten nochmal den ELW um, damit es denn da steht, denn hier komme ich einwandfrei raus. Dann würde ich jetzt das erste Tor wieder nehmen und durch dieses Tor zum Einsatz fahren, jetzt zum Beispiel in diesen Einsatz, würde ich wieder hängen bleiben. Ich möchte eigentlich nicht bloß nur den KDW verwenden, sondern auch den ERW. Okay, wir fahren zum Einsatzort. Natürlich. Der Einsatzort ist der Feldweg 1. Nur damit ihr Bescheid wisst. Oh, da qualmt es schon ein bisschen, ne? ELW 1 geht auf Status 4. Und damit am Einsatzort eingetroffen. Okay, wir gucken uns das einfach mal an, das Schlamassel, was hier passiert ist. Also, wie man sieht, es sind ein paar kleine Feuerstellen in diesem Feld. Und unsere Aufgabe steht jetzt darin, diesen Brand erfolgreich zu löschen. Und naheliegende Gebäude oder Felder zu kühlen. Ist natürlich auch wieder ein bisschen unrealistisch, aber würde sich dieser Brand jetzt oder der Wind sich ändern oder drehen, dann würde so schnell wie möglich das Feuer auf naheliegende Objekte hinübergehen. Also das dürfen wir nicht zulassen. Das müssen wir natürlich verhindern. Ich probiere es einfach am besten so mit dem TLF 4000. So, das nächste Fahrzeug rückt zum Einsatzort aus. Und schon wieder auf dem Dach die Löschkanone. Ich zur Seite gelenkt, komischerweise. Ich verstehe das nicht, warum das so ist. Na gut, dann geht's los. Naja, oder auch nicht. Startschwierigkeiten. Schon mit dem zweiten Fahrzeug. TLF 4000 geht auf Status 4. Am Einsatzort eingetroffen. So, ich stelle mich jetzt am besten mal vor den ELW. Denn von hier habe ich einen besseren Überblick und kann damit sofort mit den Löschmaßnahmen beginnen. So, dann muss ich jetzt bloß noch die Löschkanone einschalten. Und auf den Brand richten.
Also das könnte sich jetzt hier noch um Minuten handeln, bis dieser Brand erfolgreich gelöscht ist. Ich hole aber zur Sicherheit, es könnte vielleicht noch etwas passieren. Ein nächstes Fahrzeug, nämlich das LF Katastrophenschutz. Das nächste Fahrzeug rückt zum Einsatzort aus. LF Katastrophenschutz geht auf Status 4 am Einsatzort eingetroffen. Okay, dann warten wir jetzt noch, bis der Brand gelöscht ist. Ich gehe in der Zwischenzeit mal in den EEW und schaue mir mal ein bisschen was hier an. Wie zum Beispiel meine aktuelle Abonnentenzahl und so weiter. Ach, ihr wisst ja das ganze Thema, ne? Also muss man jetzt nicht weiter sagen. Das macht man natürlich im EEW, wenn man in der Zwischenzeit mal ein bisschen Langeweile hat. Denkt da, warum der Laptop da steht. Ne? Also das hat schon einen Grund, dass der dort platziert ist. So, dann schauen wir uns einfach mal um, ob der Brand jetzt gelöscht ist. Ja, ist er. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Damit kann ich die Löschkanone auf dem Dach deaktivieren. Und somit zurück auf die Wache fahren. So, ich mache das jetzt nacheinander. Natürlich muss ich noch die Tür schließen. Ich dussel, das darf man natürlich nicht vergessen. Dann geht es jetzt wieder zurück auf die Wache mit den drei Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr Tirol. Wir haben heute aber wirklich einen wirklich sehr schönen Tag hier in Tirol. Das gefällt mir wirklich sehr gut heute. Ich hätte das auch schon erahnen können, dass wir auch einen Brandeinsatz bekommen. Das habe ich irgendwie schon gerochen. Also das lag schon wirklich in der Luft. Denn wir haben heute eine Luftfeuchtigkeit von, weiß ich nicht, es sind ein paar, wie misst man das? Luftfeuchtigkeit, im Prozent natürlich. Was ich damit sagen möchte, es ist heute wirklich ein sehr, sehr verdammt heißer Tag in Tirol, den man nicht so schnell vergisst. Da bin ich gerade ein bisschen hängen geblieben. Und schon wieder hängen geblieben, das gibt's ja gar nicht. Wir haben ja aktuell gerade fast 50 Grad. Das ist ja wirklich schon Hochsommer. Ne, das ist Ultrasommer, nennt man das, ne? Aber es ist ein wirklich gutes Badewetter. Vielleicht machen wir nochmal so eine Cold Water Challenge, falls ihr Lust habt, ihr Leute. Also das meine ich natürlich jetzt nicht aus Witz und Trallerei. Habe ich alles vergessen auszumachen. Was haltet ihr davon, wenn ich mal im LS17 eine Cold Water Challenge errichte und darüber ein Video mache, also sozusagen ein Let's Play? Ich würde mich ja freuen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, jetzt dieses Video nicht vorgespult habt oder sonstiges. Ihr wisst ja das ganze Kladderadatsch. Also schreibt mal gerne unter diesem Video, falls ihr darauf Lust hättet, eine Cold Water Challenge im LS17 zu sehen. Also ich hätte auch irgendwie mal so richtig Laune. Also das kann ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen, das Ganze zu errichten. Also wie ich das dann umsetzen werde, wenn die Mehrheit dafür stimmt, das weiß ich jetzt bisher noch nicht. Aber mir wird da sicherlich schon was einfallen. Aber wie gesagt, die Mehrheit muss darüber stimmen und der Motor war schon an und mir das sagen. Und dann würde ich das natürlich auch versuchen umzusetzen. Also darauf würde ich mich, wie gesagt, wirklich freuen. Also ihr könnt auch mal gerne unter dieses Video schreiben, wenn ihr jetzt bis hier geschaut habt, zum Beispiel Hashtag, ja, ich habe bis hierhin geschaut. Also das zum Beispiel. Dass ich schon mal weiß, dass ihr das jetzt wisst, dass ich euch das übermittelt habe mit dem Beispiel mit der Cold Water Challenge. So, das letzte Fahrzeug bringe ich gerade zurück in die Wache, nämlich das TLF 4000 aus diesem Spiel vom LS17. In Tirol. Warum ich das gerade so betone, hat auch diesen einen Grund, denn es versuchen auch sämtliche Leute unter meinen Videos, unter meinen LS17-Videos zu sagen, na, Tirol hat die ältesten Fahrzeuge und so weiter. Ja, das kann natürlich sein im Real Life, aber das ist ein Spiel. Also, wenn ihr wirklich bis hierhin geschaut habt, dann, liebe Leute,
vermittel ich euch das einfach mal. Ich mache das so, wie ich das möchte. Es ist ein Spiel und ich setze das so, wie ich das will. Denn es macht einfach Spaß und interessiert mir jetzt auch nicht, was jetzt in Real Life in Südtirol oder in Tirol, was die für Fahrzeuge haben. Also ich mache das so, wie ich das möchte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber manch andere Leute möchten mich da wirklich korrigieren. Aber ich werde das trotzdem so weitermachen. Also da müssen auch wirklich keine unangenehmen Hater-Kommentare unter diesen Videos erscheinen. So, alle Fahrzeuge sind wieder zurück in der Wache platziert und die warten jetzt auf den nächsten Einsatz. Ich habe hier noch vergessen, die Tür zu schließen. Na, wenn, machen wir das doch noch richtig. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, wenn euch mal dieses längere Video mal wieder von mir gefallen hat, vom LS17 Feuerwehr, dann würde ich mich einen netten Kommentar, einen Abo und einen Daumen nach oben freuen, denn mit den Daumen nach oben sehe ich ja auch, ob ihr noch mehr Folgen sehen wollt oder nicht. Ich wünsche euch jetzt noch, wie immer, einen angenehmen oder einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.